Sag mal, was wird das bitte schon wieder? Na, ich ruche ihn, aber ein anstrengender Tag. Hast du eins? Vielleicht komm, gib auch mal eine. Hier, mein Mund. Was? Okay. Ah, alles klar. Ja, du bla. Was du? Wenn ich dir eigentlich eine Kippe gebe, ha? Sind denn nicht aktive Sterbehilfe? Ich glaub, das magst du doch gar nicht so, oder? Ach, der Kram? Nee, das mag ich nicht. Das ist ja auch zu Recht. Das ist auch in Deutschland auf jeden Fall verboten. Denn jeder muss ja natürlich seine Lebenszeit so lange ausschöpfen, wie es geht. In meinen Augen ist das Mord, wenn ein Arzt die Tabletten zur Tötung geschafft und verabreicht, weißt du? Naja, ich finde, so kann man das auch nicht sehen. Ich finde, wenn es einem Menschen richtig schlecht geht und der sterbenskrank ist und der schon Schmerzen hat, klingt es gar nicht so verkehrt. Ich finde es total egoistisch gegenüber den Familien, die dann trauern. Warum sollen sie ihre engsten Verwandten so schnell aufgeben? Und warum nicht kämpfen, damit man noch länger eine gute Zeit hat? Mensch, bla, davon hat dann die Familie auch nichts. Wenn man einfach vor sich hin vegetiert. Ich finde, das Leben sollte lebhaft sein. Aber wer gibt uns denn bitte das Recht zu entscheiden, ob derjenige sterben soll oder nicht? Ich meine, wir sind ja nicht Gott, weißt du? Nein, man selber. Oder die Familie, wenn man nicht mehr selber entscheiden kann. Man unterschreibt einfach auf der Patientenverfügung, dass man, da steht eben drinne, dass, naja, wenn es mir schlecht geht, zieht bitte den Stecker. Oder gebt mir Tabletten. Ich finde, die gibt's auch schon seit 9 Jahren in den Niederlanden, weißt du? Aber das ist nicht aktive Sterbehilfe, sondern passive, weil der Lebenserhalt durch den Abschaltergeräte verringert wird. Aber das gibt's auch schon lange in Deutschland. Und solange man die Erlaubnis hat, eben wie du gemeint hast, von Angehörigen oder Betreuer. Aber das selbst das finde ich bedenklich, weißt du? Wisst ihr, was ich auch bedenklich finde? Was? Du erzählst immer hier von Lebenserhalt, aber selber rufst du auch einen, wa? Ja. Das ist aber auch meine eigene Wahl. Mein Leben gehört doch mir. Ja, da hast du es nämlich. Dein Leben gehört dir. Und meins gehört auch mir. Und wenn ich möchte, dass ich nicht mehr will, dann will ich nicht mehr. Und wenn das Herr Helmut will oder Herr die Gretel, na dann machen sie es eben. Okay, ja, aber man kann immer geteilter Meinung sein. Weißt du, Mann. Ich hab gewonnen. So, ich guck jetzt aus. Ja, boah, ja, also ich sag dir ganz ehrlich, nie wieder rauchen. Boah. Bin ich mit dabei. Also ich kann das nicht verstehen. Und ich finde, wenn man nicht raucht, ist man viel cooler. Ich kann die Leute auch nicht verstehen. Lass mal einen Tee trinken gehen. Und Zartbitter. Schokolade. Gute Idee. Boah. Boah.